Bin ich doch schon wieder lang. Im Empfangsraum. Lalalalalala. Ja, hier war's. Hier sind wir richtig. Da, wo es die Schrotflinte gab. Hallo? Oh, die Musik, die man, ne? Und nun? Okay. Meinetwegen. Wow. Wo bin ich denn jetzt? Ich mein, oh, excuse me? Ich wollte nicht stören. Hello there. Ja, ich glaube, der sitzt da schon eine Weile. Na, na. Nicht schon wieder ein Puzzle. Wenigstens kann man die nicht drehen. Ne? Oh ne. Ist irgendein Sternbild? 941. Wow, was passiert hier? Er stellt etwas ein, ganz von allein. Und er zeigt den Weg zu einer anderen Erinnerung. Wo ist das? Habe ich jetzt was verpasst? Ein Sammelgegenstand oder so? Ich hoffe nicht. Ich habe nämlich schon lange nichts mehr gefunden. Indirektor, in was für ein Kapitel sind wir jetzt eigentlich? Eine weitere Welt, die nach De Cedo hineinsickerte. Immer noch Kapitel 2. Ich dachte, wir wären schon im dritten. Muss ich jetzt wieder zurück wahrscheinlich, ne? Ich glaube, in irgendein Esszimmer. Oh,
War das eventuell unten? Ich glaube, da war was. Gut, dass da keiner aufräumt. Ja. Auf geht's. Und jetzt? War doch die Blumen, oder? Ich habe mich erinnert. Ich verdrück mich immer wieder. Portal im Speisezimmer öffnen wir. Da. Wir sind im Esszimmer. Und nun? Großer Salon. Ah, okay, mal wieder raus. Aber durch die andere Tür ist nichts passiert. Kapitel 3. Jetzt aber. Sie haben es hergeschafft. Ich hatte Zweifel, aber die Hoffnung, die Sie mir gaben, lebt noch. Ich schätze, das hier ist Haroeia. Wer sind Sie? Mein Name ist Juan Luis Roche und dies ist wirklich der Konvent von Taroeia. Sie müssen entschuldigen, aber Jeremy kannte Ihren Namen nicht. Ich heiße Edward Cornby, ich bin Privatermittler. Sie sind kein Patient, oder? Nein. Ich bin der Autor eines Buchs, das Jeremy einst wichtig war. Wie geht das? Sind Sie auch Teil seiner Erinnerung? Ist das eine Erinnerung? Ich bin wohl eher eine Manifestation von Jeremys Unterbewusstsein. Genau wie der Konvent von Taroeia. Ich habe Jeremy nie getroffen. Und wir sind an einem Ort, den er nie besucht hat. Na schön. Und Sie sind hier, um mich anzuleiten? Ich habe eine klare Bestimmung. Ich bin einfach. Aber ich helfe natürlich gerne, wenn ich kann. Wenn Sie bereits irgendwie ein Teil von Jeremy sind, warum wollte er dann herkommen? Ist er dann nicht schon hier? Jeremy wollte herkommen, weil es ein Abbild seines Geistes ohne Störung ist. Wenn Dr. Gray ihn während der Sitzungen bittet, seinen Fokus zu finden, stellt er sich diesen abgelegenen Konvent vor. Er ist davon überzeugt, dass er, könnte er wirklich herkommen, perfekte Gelassenheit finden würde. Das ist eine so voll schön. Spirituelle Vergöttung. Kann ich verstehen? Sie glauben nicht dran. Jeremy weiß unterbewusst, dass es nur ein Wunsch ist. Er kann nicht herkommen. Trotz der Pfade, die der Schattenmann zwischen Terfetto und Jeremys Geist geschaffen hat, ist es einfach unmöglich. Aber ich bin hier. So ist es. Schade, dass es für Sie nichts Besonderes ist, Detective. Andernfalls hätten Sie ein Buddha werden können. Manche von uns spielen eben immer nur die zweite Geige. Nicht wahr? Ja, so ist es wohl. Sie werden die Erleuchtung andernorts suchen müssen. Und was mache ich stattdessen? Was kann ich hier tun? Sie sollten in die Konventsbibliothek und dort nach der Wahrheit hinter dem Pakt zwischen Jeremy und dem Schattenmann suchen. Es gehört zu den Dingen, die er unterdrückt und nicht klar sehen kann. Kann ich damit den Pakt brechen? Vielleicht.
Zumindest können Sie Jeremy damit konfrontieren. Moment. Warum sagen Sie es mir nicht? Solche Dinge weiß ich nicht. Sie müssten wohl eher die Texte von Dr. Freud lesen, wenn Sie das verstehen wollen. Nein, danke. Psychiater sind nichts für mich. Sie sollten noch etwas über die Bibliothek wissen. Er ist ebenfalls hier. Der Schattenmann studiert all die Texte hier seit langer, langer Zeit. Er ist hier? Wie soll ich an ihm vorbeikommen? Mit Vorsicht, Detective. Oh Mann, fantastisch. Toll. Und nun ein gänzlich anderer Ort. Ja, der ist auch mit Abstand der schönste. Noch nicht. Du auch nicht. Komm, ist da was versteckt? Nein. Jetzt sieht's nicht mehr so schön aus. Die haben irgendwie alle Probleme mit dem Putzen. Ja, ich soll runter, ne? Ich verstehe den Wink. Und ich speichere hier auch noch mal manuell. Lalalala. Bevor wir uns wieder irgendwo festbacken. Ich hoffe, hier gibt's keine Viechers. Na, ich schlüpfe mal durch in dich rein. Kann ich gehen? Jetzt. Kann ich da rein? Ja. Das ist jetzt voll Machigo. Natsch, flatsch. Da fehlt etwas. Ich hab doch ein Kruzifix. Wenn ich das Teil gefunden habe, dann geht's rund, oder? Die große Bibliothek war endlos, wunderschön und fürchterlich. Eine ätherische Chronik des Universums, das sich im Kopf von Jeremy Hartwood befindet. Jetzt von einer Geschichte, eines zwanghaften Lügners verseucht, die ihm aufgezwungen wurde. Es ist ein Übel, das von Wissenschaft und Heimlichtuerei heraufbeschworen wurde. Ich werde einen Raum dafür nutzen, die Grundfesten seines Charakters wegzusperren. Den Schlüssel gebe ich dem Bibliothekar. Er ist für den Streuner nicht sichtbar. Bin ich der Streuner?